Und in Tel Aviv begrüße ich meinen Kollegen Michael Beberunger. Guten Abend. Guten Abend. Außenminister Blinken hat bekräftigt, dass sich die USA weiter einer Zwei-Staaten-Lösung verpflichtet sehen. Das hat er auch gestern schon getan beim Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu. Wie kommt diese Aussage mittlerweile an? Also ich glaube, dass sie eigentlich hier sowohl von Israel als auch auf der palästinensischen Seite eher belächelt wird. Ich würde die Blinken-Reise so zusammenfassen: eine Sonntagspredigt, viele Lippenbekenntnisse, da fällt die Zwei-Staaten-Lösung drunter, und ein bisschen weiße Salbe. Die Sonntagspredigt, die geht in Richtung Deeskalation der Gewalt an beide Seiten, eine harsche Verurteilung des Terrors, eine Kritik an Israel, die Besatzungspolitik, die Siedlungspolitik zu ändern. Weder die Israelis richten da sich nach einer groß danach, und die Palästinenser Präsident Abbas hat zwar gesagt, dass er den Terror verurteilt, de facto hat er aber die Kontrolle über Jenin verloren, sodass von dort weiterhin wahrscheinlich Terror ausgeben wird. Die Zwei-Staaten-Lösung, die wird immer wieder genannt, aber der Friedensprozess ist toter als tot, wenn man das so übertrieben beschreiben kann. Und ein bisschen weiße Salbe gibt es für die Palästinenser, die finanzielle Hilfe zusätzlich bekommen, etwas mehr Unterstützung. Nur ist das eben noch nicht mal ein minimaler Schritt in Richtung Wiederbelebung dieses eben jenen toten Friedensprozesses. Das macht ja nicht wirklich Mut. Der palästinensische Präsident Abbas hat mangelnde internationale Unterstützung kritisiert angesichts der fortwährenden israelischen Besetzung. Das ist nachvollziehbar? Das ist nachvollziehbar. Es ist niemand bereit, wirklich Druck auszuüben, wobei der Druck sicherlich auch auf die palästinensische Seite ausgeübt werden muss. Aber Israel ist ein sehr enger Verbündeter. Das merkt man eben auch bei dem zweiten wichtigen Thema hier von Blinken. Das Verhältnis zum Iran bzw. die Politik gegen die nuklearen Ambitionen des Iran, da ist Iran so wichtig. Und alle amerikanische Kritik an Israel wird immer nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen, aber nicht wirklich so viel Druck erzeugen, dass sich Israel gezwungen sehen würde, falls es überhaupt dazu kommen würde, etwas an der bisherigen Politik im Westjordanland zu ändern. Umgekehrt wird natürlich auch die palästinensische Autonomiebehörde, die völlig undemokratisch regiert und korrupt ist, weiter mit Mitteln aus den USA und Europa unterstützt. Und auch da gibt es keine Wahlen, und niemand setzt sich dafür ein, dass vielleicht irgendwann mal Wahlen stattfinden oder dass eben konsequent tatsächlich etwas gegen den Terror unternommen wird. Interessant in dem Zusammenhang, dass Abbas auch Besuch von dem jordanischen und dem ägyptischen Geheimdienstchefs hatte, die ihn eigentlich sehr deutlich ermahnt haben, weil es auch in ihrem Interesse liegt, stärker gegen Terror, der aus dem eigenen Gebiet kommt, vorzugehen, möglicherweise die aufgekündigte Sicherheitskooperation mit Israel doch wieder aufzunehmen. In Anlehnung an die frühere Rassentrennung in Südafrika fiel auch der Begriff Apartheid. Für wie gerechtfertigt halten Sie das im Alltag in Israel? Das ist ein großes Wort, und ich glaube nicht, dass es dem Verhältnis in Israel, sowohl für die arabischen Israelis in Israel gerecht wird, als auch in der Westbank, so sehr dort eine unterdrückende Besatzungspolitik stattfindet, ein Klima der Gewalt, immer wieder werden auch unschuldige Zivilisten getötet. Es gibt nicht gleiche Rechte für die Siedler wie für die palästinensischen Bewohner. Aber die Gründe dafür, die dazu führen und warum es zu keiner Einigung kommt, die sind so vielfältig, dass man es, finde ich, nicht einfach eins zu eins mit der Apartheid-Politik in Südafrika vergleichen kann. Michael Beberunge, vielen Dank nach Tel Aviv.